nicht mal ihren Namen. Doch, sie heißt Aschenputtel. Aschenputtel? Das ist doch nichts gegen Rapunzel. Ach, Rapunzel, dass ich nicht lache. Was soll das für ein du Name sein? Du mit deiner schiefen Nase und mein Vater immer schon. Mir scheint, dieser Twist lässt sich nur auf eine Art lösen. Sind die jungen Herren einverstanden? Der Kammerdiener hat recht. So sei es. Möge der Bessere gewinnen. Hofkapelle! Mein lieber Bruder, ich glaube, das hat nicht so viel Sinn. Du liebst sie, aber sag, wo ist sie denn hin? Du kennst sie nicht und sie reist nicht selten aus. Vielleicht kommt sie aus dem schlechten Elternhaus. Ich krieg sie noch, das brauch ich nicht zu beweisen. Ich muss laufen, doch du musst einen Turm besteigen. Du sagst, wegen der Eltern müsste man unsicher sein. Doch wer sperrt seine Tochter denn im Turmzimmer ein? Du hast recht, ich muss mit Kletterei mich plagen. Doch wenigstens will meine Frau mich bei sich haben. Dein Mädchen wirkt ja etwas derb bei dem Tanz. Selbst meine Kammerzofe hätte mehr Eleganz. Du hängst in ihren Haaren bei eisigen Winden. Weißt du nicht, wo sich im Schloss die Leitern befinden? Und zur Eleganz, sag mir, was dich gestört hat, weil deine Perle scheinbar nicht mal Geld für den Friseur hat. Weißt du schon das Neueste? Das ist ziemlich widerlich. Ich hab gestern mitgekriegt, wie deine Braut mit Tieren spricht. Diese Namenlose, die dir zweimal entrang, ist scheinbar gestört, also nimm's wie ein Mann. Ach, hör auf, dein Mädchen ist ein peinlicher Witz. Wer weiß, ob du in dem Turm der Einzige bist. Ich bin... Sehr grauenhaft. Was mit euch? Was steht ihr da so rum? Sing weiter! Also aufgepasst! Macht euch drauf gefasst! Wenn du jemals wieder kletterst, dann spürst du meine Zauberkraft. Ich hab deine Liebste in den Turm eingesperrt. Damit ist für dich ab jetzt der Zugang verwehrt. Und zu dir, wenn ich dich nur anschau, will ich glauben, dass dein Mädchen vor dir abhauen will. Ihr wirkt insgesamt wie zwei echt arme Deppen. Ich bin die Einzige, die hier im Wald das Recht hat zu rappen. Und wenn das wer vergisst, muss ich den verhexen. Wir sehen uns im Sprechwerk am 10.06. Yo.